So, liebe Freunde, heute wieder was zum Thema Trios. Wir hatten ja, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Wir hatten, glaube ich, 3 Folgen jetzt. Die erste Folge hatten wir uns die Bin-Version von dem Trios angeschaut. Also wie installiert man es und was sind da für Kommandos drin und bla bla bla. Das war ja die Version von dem Trios, wo nur die Binärdateien drin sind, keine Quelltexte. Dann haben wir in der zweiten Folge uns die Source-Version angeguckt und da ganz speziell wirklich die Quelltexte, die Verzeichnisstruktur, wo findet man da was, was macht welche Datei dort in dem Trios im Quelltext, weil sie doch ein bisschen umfangreicher schon geworden ist, ja, obwohl es kein so sehr großes Projekt ist. Also ich werde zugeben, dass das sehr überschaubar ist alles, ja, ist ja bloß ein ganz kleiner, eigentlich eine Mini-Kommandozeile. Im dritten Teil, Lady Talk, hatten wir uns angeschaut, wie die Chips miteinander reden. Ja, also wie die drei Propeller-Mikrocontroller auf dem Hiveboard miteinander kommunizieren. Und haben uns auch angeschaut, wo man das wiederfindet in den Quelltexten. Ja, wie ist das wirklich praktisch realisiert? Ja? Und im heutigen Teil geht es um das Thema Programmloader, weil das so ein bisschen was Spezielles ist. Wir haben halt hier nicht die Situation wie in einem ganz normalen Mikrocontroller, wo wir einfach so ab Adresse X irgendeinen Maschinencode laden können und dann reinspringen dort. Ja, weil es ja hier der Propeller-Mikrocontroller ja prinzipiell in einem Modus startet, wo er diese Spin-Programme ausführt und die sind ja ein bisschen objektorientiert. Und eigentlich auch so vorgesehen, dass es nur ein Spin-Programm so gibt, weil wir verwenden ja hier den Mikrocontroller in einer Art und Weise, wie der so von Parallax überhaupt nicht vorgesehen war, ja, dass wir hier 3 Stück verwenden und daraus eigentlich einen kleinen Computer bauen. Das ist eigentlich mehr so für diese Steuerungsanwendungen so gedacht und kleine Spielereien. Und dann gucken wir uns nochmal an, Themenkomplex Propeller-Tool und BST, also diese IDEs, diese Entwicklungswerkzeuge, die man hat, wie stellt man sie ein, wie kompiliert man dort was, wie funktioniert das mit diesen Batch-Prozessen, ja, wie kann ich also ohne diese Compiler-Tools einfach mal das Hive in einem Rutsch mit diesen Batch-Dateien komplett kompilieren, wie funktioniert das auch in diesen Toolboxen, oder wenn wir mal so ein, zwei kleinen Programmchen das einfach mal kurz durchspielen. Ja, wie schreiben wir so ein kleines Programm? Ja, wie kriegen wir das in unser Trios auf dem Hive rein? Also wie machen wir da wirklich so eine Binärdatei draus und können die dann von SD-Card starten? Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, und dann sind wir eigentlich, ich denke mal, fast rum mit dem Trios-Tutorial. Werden wir mal sehen, wie das jetzt läuft hier. Ja, also an die Arbeit! So, liebe Freunde, schauen wir uns mal den Programmloader vom Trios an. Das ist ein bisschen ein dunkles Geheimnis, weil es da einige, für mich selber auch einige Probleme zu lösen gab am Anfang. Obwohl ja der Propeller-Chip selber sehr einfach in der Handhabung ist, auch von der Programmierung her. Das Propeller-Tool ist ja sehr übersichtlich und dadurch, dass es halt nur einen Typ gibt von Propeller-Chip, gibt es auch kaum Einstellungen und Variablen und Varianten. Ja, man kann eigentlich losprogrammieren und ab geht die Post. Ja, nur bei meinem Programmloader für das Trios hatte ich am Anfang ein bisschen ein Problem. Gut, schauen wir uns mal an, was wir eigentlich wollen. Haben wir hier noch unsere Übersicht? Jawohl, hier ist unser Bildchen. Wir haben unseren Hive-Computer, ne? Wir erinnern uns, Regnatix, Administra und Bellatrix. Regnatix ist unser Master und dort haben wir auch den externen Rahmen angeschlossen und Regnatix, dort ist unser Userland, dort soll unser Programm laufen, unsere Anwendung. Das heißt, dort müssen wir ein Programm laden und zwar von SD-Card und starten. Und genau das ist im Normalfall ein Problem. Wenn wir mit dem Propeller-Tool was programmieren, dann haben wir das ja bei den 3 Propeller-Chips in den EEPROMs gespeichert. Und diese EEPROMs werden ja normalerweise beim Start
automatisch in den Propellerchip geladen und gestartet. Ne, der Inhalt dieser EEPROMs. Ja, das ist der normale Bootvorgang von so einem Propellerchip. Ja, das heißt, erstens, wenn er eingeschaltet ist, guckt er, ob er an den oberen Pins mit RX und TX eine Verbindung bekommt mit dem Programm Loader im Propeller-Tool. Also wenn das Propeller-Tool einen Code rübersenden möchte, wenn das nicht der Fall ist, dann lädt der Propeller-Chip einfach den Inhalt vom EEPROM in den RAM und startet das. Ja. Und das ist halt auch das Problem. Es ist von Parallax vorgesehen, dass ein komplettes Binary-File eigentlich in so einen Propeller-Chip geladen wird und dort gestartet wird. Ja. Wir wollen aber, dass jetzt schon in Regnatix ein kleines Programmchen läuft, und zwar so eine Art Programmloader. Und wir wollen diesen Speicher, den Hub-RAM, den wir in Regnatix haben, den wollen wir als eine Art Heap verwenden. Also ein großes, den größten Teil unseres Arbeitsspeichers im Propellerchip, und wollen dort irgendein Programm reinladen und das starten. Und das ist eben so nicht vorgesehen von Parallax. Es gibt keinen Spin-Befehl, der das irgendwie macht. Ja? Ich kann, es ist immer nur vorgesehen, dass ich ein Objekt quasi lade. Das ist wie aus einem Guss, kann man sagen, ne? Und dieses Objekt wird gestartet, und ich kann in diesem Objekt andere Objekte starten, die aber Teil des Projektes sind. Ich kann nicht von einem anderen Datenträger in irgendeiner Weise ein Objekt erstmal laden und starten. Dafür gibt es dann erstmal so keine Spin-Befehle. Ja? Während ein anderes Objekt zu starten, eine Methode in einem anderen Objekt, das ist ja regulärer Teil von Spin, von der Programmiersprache. Ja. Also dort, es geht natürlich, wir haben es ja gemacht im Hive, aber man muss ein bisschen drumherum arbeiten. Ja? Das nächste ist, dass diese Spin-Objekte nicht relokatibel sind. Das heißt, ich kann sie nicht einfach an irgendeine Speicherstelle laden und dann starten. Ich kann natürlich eine Cog starten, indem ich diesem Cog-Start-Befehl in Spin eine Adresse oder ähnliches mitgebe. Aber es geht immer davon aus, dass dieses Programm so kompiliert ist von dem Propeller-Tool, dass es ab 0 quasi im Speicher liegt. Ja, im RAM liegt. Wir haben aber 0 unserem Programmloader liegen, und irgendwo unser Heap ist irgendwo anders im Speicher, etwas höher. Ne? Und insofern müssen wir irgendwas tun, um so ein Programm dort zu starten. Und das dritte Problem, was wir haben, ist, wenn wir so ein Programm gestartet haben in unserem Heap. Nehmen wir mal an, wir haben irgendein Programm geladen in unseren Heap-Bereich und diesen gestartet, und der läuft jetzt. So, dann sollte dieses Programm ja durchaus in der Lage sein, auch wieder andere Programme zu starten. Ja? Und um das zu tun, müsste er eigentlich dem Loader sagen: Hier, Loader, ich bin jetzt hier im Heap, aber ich möchte, dass du mich jetzt beendest und den Bereich löscht und dort ein neues Programm lädst und das startest. Meinetwegen noch mit den und den Parametern. Ja? Und wir kriegen es natürlich hin, in diesem Heap ein Programm zu starten. Wie, das zeige ich nachher, so im Groben zumindest. Aber diese Programme untereinander, also diese zwei Objekte, die ja eh schon nicht vorgesehen waren von Parallax, müssen jetzt miteinander kommunizieren. Und da haben sie eigentlich auch keine Möglichkeit. Ja, so richtig. Und ja, wir schauen uns gleich mal an, wie ich das gelöst habe in dem Fall. Ne? So, dafür gucken wir uns mal, möchte ich nochmal darauf hinweisen bei diesem Loader auf unser Tutorial. Wir hatten ja das letzte Mal reingeschaut in der Folge Lady Talk, wo es darum geht, wie reden denn diese drei Chips miteinander. Dass es zwei Tutorials gibt, Build Your OS Bellatrix Code und Build Your OS Regnatix Code, auf der Webseite vom Hive-Projekt. Ja. Und diese Kommunikation wird im zweiten Teil, Regnatix Code
beschrieben. Ne? Da haben wir auch reingeguckt, mit, wie das alles funktioniert, wie sie Daten austauschen und so weiter und so fort. Und der Bereich Loader ist auch in diesem Tutorial mit enthalten. Auf der zweiten Seite müssen wir mal gucken, da geht es noch vorrangig um die Kommunikation. Und dritte Seite, auf der dritten Seite irgendwo, ist hier der Boot-Vorgang beschrieben. Wie funktioniert das? Ja, wir können hier mal reingucken. Da gibt es eine Phase 1, da werden die drei EEPROMs in die drei Chips geladen. Ja, also Regnatix lädt seinen EEPROM, Bellatrix und Administra. Das ist die Phase 1 und in der Phase 2 wird dann der Loader in Regnatix lädt dann über Administra ein neues Programm. Das ist hier genannt Start.bin. Bei uns im Trios heißt es Reg.sys und startet das Programm. Das ist dieser Autostartmechanismus, der eingebaut ist im Trios. Ja. So, und hier geht es dann nachher um diese Anwendung. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir hier einen Loader das erste Mal? Ja, der Loader taucht hier im Abschnitt 5. Der Loader ist das auch noch mal ein bisschen genauer erklärt. Also man kann das noch mal nachlesen. Und wichtig, es gibt auch ein Download-Paket dazu. Und da sind diese Dateien drin und immer, die sind immer durchnummeriert. Also was vorne eine 004 hat, gehört dann zu diesem Abschnitt 4. Ja, hier natürlich 5. Toll. Weiß ich auch nicht. Aber es ist der Abschnitt 4 hier. Und da ist auch dieses Start.bin mit enthalten. Na, wir gucken da mal rein. Bei dieser Loader in dem Tutorial, ich habe hier diese beiden Download-Pakete. Ja, und hier ist das auch schon entpackt. Und da haben wir diese Software. So, und der Loader, den wir hier drin haben, der ist ein bisschen einfacher aufgebaut als der Loader im Trios. Das heißt, für das Tutorial ist es ganz gut, wenn man sich den Loader erstmal anschaut. Ja, und später kann man das dann sich am richtigen Loader anschauen und genau das werden wir jetzt auch tun. Ne? Hier haben wir mal Schritt 5, der Loader, gucken wir mal rein und hier irgendwo lungert auch. Wahrscheinlich ein Startpunkt. Irgendwas rum. Keine Ahnung. Ja, gucken wir in den Loader mal rein. Software packen wir mal hier rüber. Ich klappe das mal zu. So, und da haben wir eine Main-Routine. Ja, was machen wir? Zur Erklärung dieser Loader soll ja eigentlich nicht viel machen. Ja, das soll ein winziges Bin-Programm sein, so klein wie möglich, was einfach nur ein Programm in den Heap lädt und diesen Heap halt auch verwaltet, in diesen Heap lädt ein Programm und das startet. Und das muss er, wenn er selber gestartet wird, der Loader, soll er das automatisch machen, ist dann der Autostart und soll dann aber auf Signale warten von dem Programm, was gestartet ist, ob er vielleicht ein anderes Programm laden soll. Das ist seine Aufgabe und das sollte er tun, so mit so wenig Speicherplatzverbrauch wie möglich. Ich weiß, man könnte das auch in Assembler machen, dann hätte man quasi null Speicherplatzverbrauch, aber dann ist es ein bisschen schwieriger zu untersuchen. Ja. Trios hatte ja so die Maßgabe, so viel wie möglich direkt mit Spin zu machen. Ja. So, und gucken wir uns das mal an mit F8. Hier das Menü, die Informationen. Und wir sehen, dass dieser Loader, dass dieser ganz schmale blaue Streifen hier vorne, der ist nur 108 Longs groß. Ja? Und wir haben hier einen sehr großen gelben Bereich. Da steckt unser Heap drin. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja? Und der ist auch relativ groß. Ja, und dann haben wir noch was frei hinten. Ein bisschen was müssen wir frei machen lassen, weil dieses Programm, dieser Loader, das braucht selber einen Stack und der liegt in diesem freien Bereich. Wenn man das zu klein macht,
dann passt das nicht. Ja? Also dieser rote Bereich hier vorne ist unser Programm und hier oben steckt unser Stack. Das geht, können wir nicht nutzen für unser Programm, aber der gesamte, fast der gesamte gelbe Bereich ist eigentlich dann nutzbar. Hier in dieser Version habe ich das auch direkt noch in einer Variable, und zwar ein Byte-Array, ne, was wir hier haben, heißt doch richtig Heap, mit der Größe proclen. Ja, und dann gucken wir mal rein, Programmlänge wäre hier definiert als 31.900 Bytes. Das ist die maximale Größe für ein Programm, welches wir im Hive starten können. Hier mit diesem Loader. Ja, der richtige Loader im Trios sieht nochmal einen ganz kleinen Tick anders aus. Aber das soll mal zur Erklärung hier dienen. Ne? So, was machen wir im Main-Programm? Wir initialisieren den Bus. Klar, da schalten wir unsere Steuerleitung auf definierte Werte und so weiter und so fort. So, und dann machen wir schon Folgendes. Wir mounten die SD-Karte. Hier in dem Falle. Ja? In unserem richtigen Loader nachher sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da macht das Administrator nämlich standardmäßig, glaube automatisch. So, und dann laden wir, gibt es hier eine Load-Anweisung, da gibt es hier auch das passende Objekt dazu oder die passende Methode. Ein Programm, welches SysName heißt. Das lungert hier irgendwo rum, wahrscheinlich im Dat-Bereich. Gucken wir mal rein. Systemname. In dem Fall heißt es jetzt Start.bin. Das ist das, was später im Trios dann Rec.sys ist. Ja? Dieses Programm laden wir. Und speichern die Adresse, in wo dieses Objekt liegt, in der Variable spin-bin. Ja. Dann schaltet sich der Loader vom Bus weg, weil er muss ja den Bus freimachen. Den Bus soll ja jetzt unsere Anwendung übernehmen und wir brauchen ja in diesem Moment auch den Bus nicht mehr. Ja. Wir haben ja unser Programm geladen von Administra, haben Administra sauber verlassen, ja, und schalten der Loader als extra Cog schaltet sich jetzt vom Bus ab. Man muss ja immer dran denken, dass das, was hier ja mit mehreren Prozessoren zu tun haben, das ist ja nicht wie in einem normalen Rechner oder so, diesen alten Homecomputer, wo ein Prozessor ein Programm lädt und dann die Kontrolle einfach in dieses Programm reinspringt. Und das macht alles ein Prozessor. Hier ist der Loader ein Prozessor und das Programm starten wir dann auf einer zweiten COG. Ne? Und das findet hier statt mit diesem Run-Kommando, ja, mit dieser entsprechenden Variable, wo wir das Objekt liegen haben. Ja. So. Gucken wir mal rein, erstmal in dieses Load-Objekt, weil das ist ein bisschen umfangreicher. Da will ich jetzt auch nicht ganz so genau drauf eingehen. Das ist nämlich dieses Problem, dass eigentlich ja diese Binary-Files, die das Propeller-Tool ausspuckt, ja dafür gedacht sind, dass die ab Adresse 0 laufen. Nun liegt aber unsere Variable, wo wir die reinladen, hier unser Heap, der liegt hier nicht bei 0, der liegt irgendwo etwas höher. Ja? Und jetzt müssen wir mit dem Programm, mit diesem Objekt, was wir da reinladen, irgendwas machen, damit das da läuft. Wenn wir es einfach so starten, dann crasht das. Ja, weil irgendwelche Adressen nicht stimmen und so weiter und so fort. Und da will ich jetzt auch nicht ganz genau drauf eingehen. Es ist halt so, das sind verschiedene Abschnitte unterteilt. Als erstes wird nur der Kopf dieser Bin-Datei eingelesen. Da werden dann bestimmte Variablen rausgeholt. Ja, wie jetzt zum Beispiel die Stack-Position und so weiter und so fort. Ja. Und dann wird die Bin-Datei eingelesen und wird dabei quasi überrechnet. Ja, und werden Sachen verändert, die dann passend sind. Ja. So. Und beim Ausführen nachher mit RAN, das haben wir hier. Ja, da gucken wir, ist der Spin-Pointer, hat der überhaupt einen Wert? Und
Danach starten wir mit Cog New, den Interpreter. Was ist der Interpreter? Der Interpreter, unser Spin-Code wird ja interpretiert. Ja, also das ist Spin ist ja eine Sprache, die durch den Compiler so eine Art Zwischencode erzeugt, so ein Token-Code. Ja, das ist ähnlich wie bei P-Pascal oder Java. Und zum Ausführen wird eigentlich in einer Cog ein extra Interpreter gestartet, welcher diesen Token-Code interpretieren und ausführen kann. Und dieser Interpreter, wir gucken mal hier hoch, der hat eine bestimmte Adresse im ROM. Der ist einfach im ROM im Propeller-Chip enthalten. Ja? Und der liegt an dieser Adresse. Hexa F004. Wenn man eine Cog startet mit dieser Adresse, dann wird ein Spin-Interpreter gestartet. Ja? Und diesem Spin-Interpreter wird eine Adresse übergeben, und zwar unsere Anfangsadresse von dem Pointer von unserem Programm im Heap plus 4. Warum plus 4? Weil in den ersten Longs, die dort liegen, oder im ersten Long liegt irgendwie die Konfiguration von, das ist ein Long, wo die Konfiguration gespeichert ist. Ich glaube, Teilungsfaktor und Taktfrequenz und. Ja. Und das Programm fängt, dieses Spin-Programm, der Spin-Code fängt danach an. So, und damit wird eine Cog gestartet und startet diesen Code, der im Heap ist. Ja. So, und das war jetzt erstmal alles hier in diesem kleinen Loader. Unser großer Loader macht natürlich noch mehr. Ja, und da gucken wir jetzt mal rein, unseren richtigen Loader im Trios. So, da muss ich jetzt mal gucken, wo ich das hier rumlungern habe. Trios, gehen wir mal in meine Entwicklerversion. So, im Verzeichnis Flash befindet sich der Loader natürlich. Das ist der Flash-Code für Regnatix. Da ist der Loader drin. Starten wir mal oder laden wir mal in unser Tool. So, ich klappe es mal zusammen. Sieht ähnlich aus. Hier haben wir allerdings den Fall, dass wir neben dem Loader gibt es noch eine Konfiguration, dort ist das Forst gleich mit drin. Ja? Also standardmäßig, und das wird gesteuert über diese beiden Variablen hier oben, standardmäßig steht er auf Regime. Ja? Das Define Force ist auskommentiert, und wenn man das System mit Force haben möchte, dann muss man das diesen Kommentar wegmachen und hier dafür einen Kommentar setzen. Das heißt, der Quelltext ist jetzt ein bisschen unterteilt. Ja? Des Weiteren haben wir hier, wenn wir reingucken, keine Variable mehr für unseren Heap. Den Heap habe ich verlagert hier hinten in den DAT-Bereich. Warum? Weil, wenn wir das Force nämlich verwenden, liegt in diesem Heap gleich das Force drin. Das heißt, es wird immer eigentlich gestartet, wenn man den anschaltet, ja, und kann dann dort gestartet werden. Ja. So, gucken wir nochmal rein in das Main-Programm, wie das hier aussieht. Eigentlich ähnlich wie initialisieren den Bus. Ja. Dieser Abschnitt ist dafür da, wenn wir das mit dem Force starten. Ja, das beachten wir jetzt mal nicht. Und hier unten geht es weiter, wenn wir nur das Regime verwenden. Ja? Dann warten wir eine kurze Pause, damit die Slaves fertig sind. Ja, das, weil der Loader doch ein relativ kleines Programm ist, ist wahrscheinlich der Propeller-Chip der Regnatix ein bisschen schneller fertig als die Slaves. Ja? So, und nun laden wir hier unser Programm wieder in den Heap. Ja? Schalten uns vom Bus weg und starten dieses Programm. So, in unserem ersten Beispiel war dann aber Schluss.
So, und in unserem normalen Loader von Trios geht es hier aber weiter. Denn unser Loader soll ja noch mehr machen. Der soll, nachdem er das Programm gestartet hat, soll er ja warten auf ein Signal von dem Programm, dass er vielleicht ein neues Programm laden soll. Ja. So, und jetzt hatten wir ja noch als Problem festgestellt, dass wie kommunizieren diese beiden Programme, diese beiden Spin-Programme in dem Hive, im Trios. Ich kann zwar so ein Spin-Programm starten, mit RAN wird das ja hier getan, ne? Beziehungsweise mit der Anweisung cognew. Ja? Aber ich kann, ich muss ja, wenn die beiden kommunizieren sollen, brauchen sie ja, in einem normalen Spin-Programm nimmt man vielleicht eine Variable oder ähnliches. Ja? Aber das kann ich ja hier nicht tun. Später habe ich dann verstanden, naja, man hätte jetzt die Semaphoren vielleicht nehmen können, hätte man machen können, aber damals war ich noch nicht so weit. Da habe ich überlegt, na, wie können die jetzt miteinander kommunizieren? Variablen können sie nicht tauschen, ja, weil die Variablen in dem einen Objekt, was ich gestartet habe, sind andere Variablen als hier in diesem Objekt. Ja. Und ich kann jetzt auch nicht einfach eine Variable, ich habe hier eine Variable, und zwar das Loader-Flag. Flag zur Steuerung des Loaders. Und wir sehen hier unten auch, dass er genau das macht. Er, nachdem er das Programm gestartet hat und sich vom Bus weggeschaltet hat, ist er in einer Endlosschleife und wartet, dass das Loader-Flag ungleich null wird. Und dann lädt er ein neues Programm. Bloß wie bekomme ich die Adresse von meinem Loader-Flag rüber zu meinem Anwendungsprogramm? Und das haben wir hier im Hive, habe ich das gelöst über den externen RAM. Ja, denn dieser externe RAM, der steht ja beiden Objekten zur Verfügung. Ja, und dort befinden sich auch in dem RAM im oberen Bereich halt Systemvariablen. Ein Kaltstartfleck und dies und jenes. Ja, und und genau das finden wir hier oben wieder, wenn wir das starten. Dann haben wir nämlich ein write long. Das ist ein Befehl, um in den externen RAM zu schreiben. Ja, den finden wir hier unten wieder. Write long, hier. Schreibt long ab E-Adresse in den externen RAM. Ja. So, und was macht er? Er holt sich hier die Adresse von unserem Loader-Flag, L-Flag, und schreibt diese in die Adresse Loader-Pointer. Ja, es gibt dann hier oben diese Konstanten und da gibt es hier irgendwo Loader-Pointer. Genau, eine Adresse in unserem externen RAM. Das ist also eine E-RAM-Adresse. Und da schreibt er das hin. Es gibt hier gleich noch eine andere Systemvariable, das Magic Byte, das ist das Warmstartfleck. Ja. So, und damit kann das externe Programm, wenn das hier unten gestartet wurde, natürlich im externen RAM nachgucken und findet die Adresse von unserem Flag, ja, und kann über dieses Flag, da kannst du jetzt was reinschreiben und den Loader steuern. Und hinter diesem L-Flag befindet sich L-Name, ja, also der Name, der Dateiname von der Datei, welche der Loader eventuell laden und starten soll. Ja, das muss auch, darf das hier nicht vertauschen, das muss auch hintereinander liegen, ja, weil ich nur eine Adresse übertragen muss. So, und was passiert? Er wartet so lange, bis das L-Flag gesetzt ist, ja, dann setzt er das als Zeichen wieder auf 0, ja, geht dann von 1 bis 7 durch. Der Loader selber ist in COG 0. Ja? Das heißt, in COG 1 bis 7 können andere Programme laufen, theoretisch. Ja? Und stoppt alle COGs. Das heißt, das Programm, was ihm jetzt gesagt hat, bitte lad mal ein neues Programm XY in den Heap, wird jetzt damit beendet. Ja, da wird rausgeschmissen aus dem Heap. Dann schaltet sich der Loader wieder auf den Bus und
lädt ganz normal mit unserem Load-Kommando und Bus wieder wegschalten und ran das neue Programm und wartet dann auf eine neue Anweisung. Ja, so funktioniert der Loader. Ja, es gibt dann noch ein Errorlet, wenn der Loader jetzt rec.sys nicht findet, dann blinkt die Heartbeat-LED und sowas. Ja, aber mehr steckt dann hier nicht dahinter. Ne, das mal zur Erklärung, wo man da was findet in dem Loader und was der macht. Es ist halt wirklich die COG 0, dort lauert der Loader auf Kommandos und beim Starten vom Hive lädt er rec.sys und ansonsten lauert er auf Kommandos und startet neue Programme. So, und wir sehen hier, das sind alles eigentlich rec.ios-Befehle. Ja? Ein paar musste ich halt rübernehmen. Das ist nur ein minimales Set, was der Loader halt braucht. Ja, also um eine Datei zu öffnen und eine Datei zu schließen, ein Byte aus einer Datei zu lesen, ne, oder einen ganzen Block zu lesen, ja, um was über den Bus zu schreiben. Das sind die wenigsten, mindestens das kleinstmögliche Bus-Interface, was er braucht, um mit Administra über diese Worte zu Kommandos zu kommunizieren. Ne? Und dann hat er noch zwei Routinen, ein RAM in den ERAM, ein Byte in den ERAM schreiben und ein Long in den ERAM schreiben. Ja? Und damit kommt er eigentlich klar. So, das soll es eigentlich dazu gewesen sein. Also wer es nachverfolgen möchte, wie gesagt, ich empfehle dieses Tutorial. Ja? Das geht dann hin bis erklärt den Loader, danach ein bisschen was zur Dateiverwaltung. Ne? Wir wollen ja dann zu diesem Tutorial gehört auch wirklich so ein minimal iOS. Ja, wenn wir hier mal reingucken, das heißt hier rec-sios. Das ist nur so ein ganz kleines, wir gucken mal ganz kurz rein, ein ganz kleines iOS. Ja, da sind nicht viele Kommandos drin enthalten. Ja, und hier ist dann beschrieben, was dort für Kommandos dazugekommen sind für dieses SD-Card-Interface, um das zu steuern. Ja, jo. Und dann ist hier dieser Autostartmechanismus erklärt und als Punkt 7, als letzter Punkt hier in diesem Tutorial geht das Tutorial auf eine Art, auf Anwendungsprogramme ein. Ja. Ja. Und dort haben wir ein paar kleine Programmchen drin, ein Hallo Bin, ja, und ein Parabin. Hallo ist klar, was es macht. Gibt ein Hallo Welt auf dem Bildschirm aus und ein Parameter Bin soll zeigt, wie Parameter von einem Programm ans andere übergeben werden. Ja? Und damit ist dieses Tutorial beendet. Das ist ja in ähnlicher Weise ein etwas größerer, hier sieht man das mal, das para.bin, man übergibt diese Parameter und es gibt das dann startet das Programm und gibt diese Parameter dann aus. Weiß auch, wie viele Parameter übergeben werden und so weiter und so fort. Werden übrigens auch im externen RAM übergeben. Und damit ist dieses Tutorial hier in Textform beendet. Ne? So, jetzt möchte ich mir mal kurz mit euch anschauen, wie wir mit den Tools hier umgehen, dem Propeller-Tool und dem BST. Ne? Machen wir mal ein paar Fenster zu hier. Das brauchen wir jetzt nicht. So, wir haben ja schon öfter mit diesem BST gearbeitet. Na, es gibt dann noch dieses von Parallax Direct. Das Propeller-Tool. Ich kann es ja mal starten. Das kann man auch für einfache Programme verwenden. Ja. Ich verwende ehrlich gesagt lieber das BST. Das gibt bestimmte Gründe dafür. Und zwar erstens mal kann man hier sehr schön hat hier sehr schön diese Code-Einfaltung, haben wir ja schon drüber geredet, dass
die Sache, die Code-Erstellung hier sehr übersichtlich macht. Ne? Aber das war noch nicht alles. Des Weiteren bietet der BSD entsprechende Compiler-Flex, ja, die man hier setzen kann, ja, um das Verhalten des Compilers im Quelltext zu beeinflussen, ja, also bestimmte Varianten dann bereitzustellen. Das geht so nicht mit dem Compiler-Tool. Ja. Man müsste, wenn man das hier so macht, mit Force oder ohne Force, oder wir haben das ja auch bei dem Bellatrix-Code mit VGA und TV, müsste man wirklich zwei getrennte Dateien dann machen und die dann halt auch getrennt pflegen. Ja, und das ist halt an manchen Stellen dann einfach aufwendiger. Ne? Da bietet BSD dann an der Stelle mehr. Und was ganz wichtig ist, wir haben hier oben in den Einstellungen zum Compiler ein paar Optionen, die sind einfach nicht zu ersetzen. Und warum die noch nicht ihren Weg in eine neue Version von dem Propeller-Tool gefunden haben, das wissen nur die Götter. Ja, das ist eigentlich ein bisschen eine Schande für Parallax, dass sie das nicht gemacht haben. Und zwar gerade diese wir haben hier bei den Einstellungen drei Sachen. Wir können hier Pfade einstellen, Suchpfade, auch wichtig. Da können wir halt unsere Libraries in irgendwelche Unterverzeichnisse packen. Ja. Wir haben Optimierung und dann haben wir nochmal andere Optionen hier. Wichtig sind diese Optimierungen. Es gibt zum Beispiel hier der zweite Punkt. Dort eliminiert BST unbenutzte Spin-Methoden. Ja, und das bringt uns sehr viel, gerade in Verbindung. Wir gucken mal rein hier. Wenn wir unser unser iOS laden und verwenden. Ja, dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, weil wir haben ja hier wirklich sehr, sehr viele Routinen zu allen möglichen Themenbereichen drin, was den Hive betrifft. Und teilweise auch wirklich zu verschiedenen Chip-Versionen. Also Administrator haben wir dann zum Beispiel die Routinen drin für Netzwerk. Wir haben die Routinen drin fürs HSS-Sound-Interface, für WAV, aber genauso eben auch für den SID-Player. Das ist ja ein ganz anderer Chip-Code, genauso wie das LAN. Ja? Und die können wir hier drin haben. Die Datei selber wäre ja riesig groß. Ja, wenn wir das jetzt aufrufen, na gut, da optimiert er die Hälfte jetzt weg. So, das heißt, wir können diese ganzen Routinen hier wirklich drin behalten in der RecIOS und er optimiert das alles schön weg. Ja, so, und da sind wir auch schon bei den Einstellungen, ja, diesen Quellcode von Trios zu übersetzen. Gibt es ja hier in der obersten Ebene von dem Verzeichnis eine make.bat und eine make.log.bat, ja, und diesen BST-Kommandozeilen-Compiler. Ja. Und der macht das eh schon. Da sind in dieser make.bat sind diese Optionen per Kommandozeile gesetzt. Ja. Selbst wenn man also hier vergessen hat, im BST diese Optionen zu setzen, funktioniert diese Batch-Datei. Aber wenn ich mal eine Datei von Hand übersetze, dann muss ich diese Optionen natürlich setzen. Ne? Das ist wichtig, also wenn ich den BST installiert habe, als erstes hier in die Compiler-Optionen gehen, dann ganz wichtig, den Pfad in den Lib-Ordner hier als Suchpfad mit reinnehmen. Ne? Ich habe eigentlich immer zwei Pfade drin. Einmal auf dieses Parallax, wenn man das Propeller-Tool installiert. Dann gibt es hier in dem Verzeichnis auch ein Verzeichnis-Library. Da sind verschiedene, diese VGA-Libs und so weiter und so fort. Die brauchen wir zwar nicht immer und im Hive brauchen wir sie eigentlich nicht fürs Trios. Aber für Experimente ist es mal gut, wenn ihr das dort findet. Ja. Und dann setze ich natürlich, und das muss sein, den Pfad auf diesen Lib-Ordner.
damit er dann RecEOS und diese ganzen Libraries findet. Ja? Als nächstes gehen wir in die Optimierung und ich möchte sagen, das sind, wenn man es frisch installiert hat, gar keine Häkchen gesetzt. Ihr setzt einfach alle Häkchen und fertig ist der Lack. Und dann funktioniert es auch. Ja? So, mal zu dem zu dieser Batch-Datei. Ja? Ich empfehle mal gleich, das Make-Log zu machen, weil wenn wir nur Make machen, bekommt man, wir lassen einfach mal durchlaufen, dann sehen wir das auch, bekommt man hier die Ausschriften, was der Compiler macht, einfach nur auf dem Bildschirm raus. Man kann hier auch in dem Ordner zugucken, was er hier kompiliert und macht. Ja? Wenn aber ein Fehler auftritt, ist es doof, weil wir können jetzt nicht nachgucken, was ist denn fehlerhaft gelaufen. Ne? Deswegen haben wir hier noch eine zweite Batch, makelog.bat. Wenn wir die starten, wird die Ausgabe von dem Compiler in dieses Log-File einfach gespeichert. Ne? Und dann kann man da reingucken, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Einfach Doppelklick drauf und er kompiliert dann in ein paar Sekunden das komplette Trios. Ja, wir gucken mal ganz kurz rein in diese make.bat. Ich weiß, ich bin da nicht der große Skripter, das heißt, das könnte ein bisschen primitiv aussehen, aber es erfüllt eigentlich seinen Zweck und ist sehr robust. Ja, es ist so, dass er baut eigentlich diese Struktur, die wir hier unterhalb des Verzeichnisses bin haben, neu auf. Das heißt, er löscht als erstes wirklich unter Flash die Flash-Dateien, hier alle Dateien unter SD-Card und unter SD-Card-System ebenfalls. Er kachelt alles weg. Ja? Und danach beginnt er alles neu aufzubauen. Erst die Flash-Dateien, dann die Startdatei RecSys, dann die Dateien von den Slaves, ja, und zu guter Letzt alle Systemdateien, die wir im Systemordner haben. Ja. Das heißt, wenn man ein kleines Programmchen schreibt, dann reicht es sicherlich aus, nur dieses Programmchen zu übersetzen und sich dann irgendwo hier oben in diesen Ordnern unter Bin, SD-Card, System, sich das vielleicht zu speichern, die Binary-Datei. Ja. Wenn ich aber irgendwelche Änderungen mal mache, zum Beispiel in der RecEOS irgendeine Routine hinzunehme oder irgendwas, einen Fehler rausnehme, dann kann das ja, da die RecEOS-Sys zum Beispiel von sehr, sehr vielen Programmen verwendet wird, kann das ja Auswirkungen auf alles Mögliche haben. Da ist es dann wirklich besser, ich übersetze einmal komplett alles und gucke, ob es läuft. Ja, erstmal schon, ob irgendwelche Fehlermeldungen beim Kompilieren kommen und dann muss ich natürlich dann auch einen Funktionstest machen direkt am lebenden Hive. Ja. Das gilt genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel in Administra zum Beispiel eine neue Funktion hinzunehme und ich habe ja diese globalen Konstanten, ja, und da haben wir ja auch zum Beispiel für Bellatrix oder Administra diese Kommandocodes, ne, mount, open, dir, next file und so weiter und so fort. Wenn ich hier was verändere, ja, dann funktionieren ja viele Programme nicht mehr, weil sich diese Kommandocodes geändert haben. Ja? Sollte man eigentlich nicht machen, nicht ohne Not, ja, aber nur mal, um so ein krasses Beispiel zu finden. Wenn ich dann diese Nummern hier ändere, wenn ich also SD-Mount mit SD-Open-Dir zum Beispiel tausche, dann hat das Open-Dir-Kommando den Code 1 und danach das Mount den Code 2. Dann würde ja alles Mögliche nicht mehr funktionieren, ja. Es würde statt zu mounten, würde ein Directory geöffnet werden und sowas. Ja? Es würde eigentlich so ziemlich alles crashen. Es sei denn, ich lasse einfach einmal diese make-log-bat drüber laufen. Da wird alles neu kompiliert mit diesen neuen Kommandocodes und dann läuft es wieder. Ja? So, und einen ähnlichen Algorithmus oder einen ähnlichen Mechanismus habe ich für diese Toolbox-Archive. Ja, dort habe ich, wir gucken mal in eine Toolbox rein. Dort habe ich auch eine Make und eine Make-Log-Bat, weil sich das einfach bewährt hat. Ja, und habe hier die Sourcen und habe hier ein Verzeichnis SD-Card, was dann installiert wird. Ja, auf der SD-Card. Und wenn ich das hier einfach durchlaufen lasse, ja,
wird einfach das einmal neu übersetzt. Ja? So, und wenn man Änderungen macht, ich muss das ja irgendwann zum Beispiel, wir haben jetzt Trios Revision 57, bin jetzt schon wieder am Arbeiten an einem neuen. Irgendwann bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich sage, okay, das wird jetzt R58, möchte ich veröffentlichen. Dann muss ich natürlich prüfen, laufen denn die ganzen Toolboxen und, ja. Die müssen auch einmal neu übersetzt werden. Und müssen dann auch einmal neu auf die Webseite gebracht werden, damit die dann mit dem neuen Trios dann auch laufen. Ja, damit die, ja, so funktioniert das. Wenn jemand mal eine eigene Toolbox veröffentlicht, macht es wahrscheinlich Sinn, diesen Mechanismus einfach beizubehalten. Ja, man könnte jetzt eigentlich nochmal in der Ebene eine Batch machen, welche alle die anderen Batches alle aufruft, ja, aber das habe ich mir eigentlich gespart, war jetzt nicht unbedingt nötig, ja. Aber so funktioniert das mit diesem Batch-Prozess zum Übersetzen, ja, das damit kann man alles in einem Rutsch mal kompilieren und checken, ja. Viele Probleme, die so entstehen, entstehen auch, weil man jetzt zum Beispiel ein neues Trios installiert hat. Oder in der Vergangenheit war das so, wo noch sehr, sehr krasse Änderungen auch am Trios zwischen den einzelnen Versionen stattgefunden haben. Man hat das neue Trios installiert, hat aber die Toolboxen noch eine alte Version. Und dann harmoniert das nicht mit dem neuen Trios. Ja, da muss dann wirklich einfach, man kann es dann so machen, dass man sich die neue Version holt. Die Pfade muss man dann natürlich auch umbiegen in seinem BST, dass die hier in die LIP-Datei gucken, nicht in der alten Version in der LIP-Datei, ja. Und dann muss man die Toolboxen einmal neu übersetzen, rüberkopieren auf SD-Karten, dann laufen sie wieder. Ja. Aber in der Regel, wenn man nur installieren möchte, das ist so für die Bastler, dann holt man, wenn man nur installieren möchte, holt man sich das aktuelle Paket von der Webseite und dann ist das ja alles fertig kompiliert. Ja. So, machen wir was Praktisches. Machen wir uns einfach mal ein ganz kleines Beispiel in Hallo Welt im Trios, ne? mit über das unser RecIOS und dann machen wir mal ja, irgendwas anderes. Ich habe da im Forum hat man gerade ein schönes Quertext-Beispiel für ein Apfelmännchen. Das werden wir dann mal im Textmodus ausgeben und dann nochmal im Grafikmodus. Ne? Aber erstmal unser Hallo Welt. Legen wir uns eine neue Datei an. Neu Textdokument hallo.spin. So, leere Datei. Ja. Es macht Sinn, sich einfach parallel, wenn man jetzt noch nicht so firm ist, sich die Library rec-ios aufzumachen, weil dann kann man mal schnell nachgucken, was hat man da so für Routinen im Zugriff. Ne? Wir machen es ja jetzt über Trios und damit nutzen wir ja diese rec-ios, da ist alles schön komfortabel eigentlich dann enthalten. Ne? So, als erstes brauchen wir nicht ein Can-Block, sondern ein Con-Block. Und wir müssen unserem Prozessor jetzt erstmal sagen, wer er ist und was er so zu tun hat. Ne? Sprich, erstmal den Clock-Mode gleich Quartz und PLL 16-fach. Ja, und dazu dann noch die Frequenz von unserem Quartz. In unserem Hive haben wir ja verbaut, also ich zumindest. Ein 5 MHz Quartz. Die Angaben muss man nicht unbedingt machen. Es würde auch ohne diese zwei Konstanten laufen. Ich glaube, dann nutzt der Propellerchip so einen internen RC-Oszillator. Ich weiß gar nicht, auf welcher Frequenz er dann läuft. Ich glaube, das ist dann deutlich geringer. Na, aber funktionieren sollte es eigentlich. Zumindest hier an dem Fall, wo wir ja nichts Zeitkritisches haben.
was weiß ich, eine serielle Schnittstelle oder eine VGA-Ausgabe kann man damit nicht machen, weil es dann natürlich nicht mehr sauber zeitstabil ist. Ne? So, und wir haben einen 5 MHz Quarz, wir erinnern uns, und der wird mit PLL-Schleife mal 16 vervielfältigt und damit kommen wir auf unsere 80 MHz Taktfrequenz. Ne? So. Jo, und jeder Prozessor, jeder Befehl im in so einer COC wird abgearbeitet in 4 Clocks. Das heißt, wir haben dann effektiv eine Befehlsausführungszeit von 20 Megahertz, 20 Millionen COC-Operationen pro Sekunde. Ja. So, was brauchen wir? Variablen brauchen wir beim Hallo Welt jetzt nicht, aber wir wollen unser Objekt einbinden, und zwar unser iOS. Ja. iOS rec-iOS heißt die Datei, na, wie wir es hier drüben ja auch sehen. rec-ios.spin. Man kann auch .spin hinschreiben, muss es aber nicht. Ja. So, und dann haben wir in so einem Programm wenigstens eine Public-Methode, und zwar die erste Public-Methode wird dann auch gestartet, wenn das Objekt gestartet wird. In dem Fall nenne ich es jetzt einfach mal Main. Die muss aber eben dann, wenn mehrere Methoden sein, enthalten sind, in dem Objekt dann am Anfang stehen. Also man kann sie nicht Main nennen und dann hinten hinschreiben, es wird die erste Public-Methode gestartet. Ja. So, was machen wir? Wenn wir das iOS verwenden, haben wir zwei Routinen. Gucken wir mal rein, die ganz wichtig sind. Und zwar eine Routine Start und Stopp. Ja. Start initialisiert so einiges, ja, damit unser Programm ein lebenswertes Umfeld hat, sage ich mal so salopp. Ja. Und was macht Stopp? Stopp macht jetzt Folgendes. Was macht er? Ach so, er aktiviert wieder die Root, den Diskmarker, Root, und lädt unser rec.sys. Ja, das ist ldbin, ist ein Wort. Wir waren hier vorhin beim Loader. Ja. Das sendet dem Loader jetzt ein Signal. Loadbin. Ja. Wie macht es das? Es guckt erstmal, ja, wir übergeben eine Stringadresse, und zwar unseren Dateinamen von der Datei, die wir starten wollen, wo sich die Länge, bla bla bla. Unserem Bereich hinter dem Loader-Fleck. Und da hatten wir ja bei dem Loader unseren Dateinamen, wenn ihr euch entsinnt. Wir können ja noch mal kurz reingucken. Trios, Flash, Regnatix, Regflash. Gucken wir an die Variablen. Da haben wir den Byte für das Loader-Fleck und dann 16 Bytes für den Dateinamen. Ja? Das heißt, wo sind wir? Hier. Er schreibt das Loader-Fleck, da schreibt er nachher was rein, und Loaderfleck ab 1 geht denn unser String los, ja, und da schreibt er jetzt diesen String rein, ne? Schließt diesen String mit 0 ab, 0 terminierten String, und setzt dann das Loaderfleck auf 1. Und damit rappelt jetzt unser Loader los, denn der wartet nur drauf, dass dieses Fleck ungleich 0 wird und wird dann diese Datei laden, wird dann diesen Prozess exen, ja, und diese Datei laden. So, das heißt, unser Programm braucht einen Start und unser Programm braucht einen Stopp. So sieht ein normales Programm für Trios aus. Ja? Und was machen wir jetzt? Wir wollen jetzt einen String ausgeben. Das geht mit iOS Print. Print, also Zeichenausgaben wären ja Bellatrix Code. Gucken wir mal bei Bellatrix rein. Hier unten nochmal Bellatrix, ja, da können wir hier diverse Sachen machen, die Farben setzen und. Keyboard, also das hier da ist zum Chip-Management, die Farbgeschichten und sowas. Keyboard-Funktionen und Screen-Funktionen haben wir, bei Screen haben wir dann Print, und Print heißt
eine Zeichenkette ohne Steuerzeichen null terminiert ausgeben. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal Print. Und wir können jetzt nicht einfach eine Zeichenkette hier reinschreiben. Wir könnten jetzt natürlich im DAT-Bereich irgendwo eine Zeichenkette hinterlegen und die Adresse übergeben. Ja, also das wäre eine Variante. Machen wir es einfach mal. So. So, das ist unsere erste Version. Ja. Setzen wir eine 0 dahinter, dann ist er 0 terminiert. Ja. Und nennen das mal, geben dem mal einen Namen. Ja. So. Und dann könnten wir hier diesen String ausgeben. Na, wir können uns das aber auch sparen. Wir können einfach schreiben iOS. Machen wir mal in die nächste Zeile rein. Print New Line. Machen wir mal einen Zeilenwechsel. iOS. Print String. So eine Inline String Konstante reinsetzen. So, na, und dann sieht es so aus. Das können wir übersetzen. Sagt das ein Compiler-Error, weil wir dort keinen Doppelpunkt brauchen. So. Und so sollte das funktionieren. Ja, jetzt speichern wir das, unser Projekt speichere ich einfach mal ab. Kompiliere das, speichere das als Binärdatei. Ich benenne das standardmäßig in Binary um. Wir verwenden ja auf dem Hive dann den externen Bin. Ich speichere es gleich so ab als hallo.bin speichern und fertig ist das Programm. Ja? So, jetzt haben wir unser Hallo-Bin. Jetzt machen wir mal ein neues Programmchen. Und zwar hatte ich da gefunden auf der Webseite hat unser Yeti ein schönes, schnuckliges Retro-Apfelmännchen-Fraktalprogramm gepostet, was dann diese Apfelmännchen, hier habe ich es mal, das ist der Quelltext in Spin, ja, und er gibt das über serielle Schnittstelle aus, ja, und dann macht er so ein ASCII-Apfelmännchen. Dafür gibt es dann noch Programmchen. Hier, wenn man das zum Beispiel unter Linux macht, startet man das Programm. Heißt das Fraggle, das Programm oder so? Fraggle oder keine Ahnung. Da kann man dann aus diesem ASCII-Code wieder irgendwelche Grafik machen. Ist natürlich cool, die Geschichte. Und das wollen wir uns jetzt aber mal umbasteln, dass wir da das ASCII-Code auf dem Hive, auf dem VGA-Bildschirm haben. Und dann Level 2. Auf unserem mit Grafikmodus 0. So, ich kopiere mal den Quelltext. Machen wir uns hier mal eine neue Datei. Neu. Textdokument. Apfel.txt.spin. So. Leere Datei. Haben wir jetzt drin. Kopieren wir unseren Quelltext rein. So, und gucken wir einfach mal, was er macht. Und ändern wir das mal um. Also, hier oben hat er dann schon mal auf dieses Apfelmännchen Quelltext im Detail gehe ich jetzt nicht ein. Da kann sich jeder selber belesen. Ne? So, hier hat er die serielle Schnittstelle, oder die er das rausjagt, das Objekt, Full Duplex Serial. Hier hat er die Auflösung, 79x24. Das können wir eigentlich gleich ändern. Weil wir haben 62 Zeichen pro Zeile und dann rechnen wir mal ein bisschen was ab. Sagen wir mal 60, dass er nicht noch einen Zeilenwechsel dann macht. So, und wir haben zwar 24 Zeichen,
24 Zeilen auf dem Bildschirm, aber dann kommt ja, wenn das Programm rückkehrt, noch ein Prompt und ein OK und ein sonst irgendwas. Sagen wir mal 22. So, so unsere Serielle nehmen wir raus. Und dafür machen wir unser iOS rein. Na, iOS, Doppelpunkt, Reg, Bindestrich, iOS, binden wir ein. So, Serielle Schnittstelle startet er hier. Nehmen wir auch raus. Wir starten dafür unser iOS. Na? So, dann haben wir als nächstes gucken wir mal. Hier hat er zwei ineinander verschachtelte Schleifen für X und für Y. Dann ist hier die Iteration. Ach so, und hier gibt er das, hier an der Stelle gibt er seriell aus, den Iterationswert Iter plus 32. 32 ist Leerzeichen und dann hat man diese ASCII-Zeichen daraus gemacht. Ja, dann kommt hier, hier kommt ein Zeilenwechsel und hier unten ein seriell Stopp und bla bla bla. So, ändern wir das mal um. Das nehmen wir aus. Dafür geben wir das jetzt per iOS aus. iOS, einzelnes Zeichen, Printchar. So, 30. So, haben wir dasselbe in grün. Dann ein Zeilenwechsel. Print Newline auf unserem VGA-Ausgang. So, Serielle brauchen wir nicht stoppen und Cock brauchen wir auch nicht stoppen. Aber wir wollen iOS stoppen, damit unser Programm dann zurückkehrt zum Trios. So, das war's. Sollte funktionieren. Es kommt hier noch irgendwas. Nee. Ich kompiliere es mal. F8 sagt, da ist alles okay. Als Roger haben wir die unsere Optimierung da angeschalten. Ja, ist alles an. Okay. Dann speichern wir mal als Binärfile ab. Apfel.txt.bin. Zack und weg. Ja. So sollte das funktionieren. Kopieren wir nachher auf SD-Karte, gucken wir uns am Rechner an. So, kommen wir gleich zum nächsten. Da können wir den gleich wieder umarbeiten hier weiter. Speichern wir erstmal unter einem anderen Namen ab. Save als Apfel und jetzt G0 für Grafikmodus 0 speichern. Fangen wir wieder oben an. Auflösung haben wir jetzt nicht 60. Im Grafikmodus G0 haben wir 200, in der X-Achse 256 und Y 192. Ne? Das ändern wir mal ab. Das nutzen wir dann auch voll. Reg-iOS bleibt drin. Das kann jetzt mal endgültig rausfliegen. Das bleibt auch. Wir müssen dann allerdings jetzt mehr machen. Wir müssen nach dem iOS müssen wir jetzt unseren Grafikmodus 0 initialisieren. Weil standardmäßig ist das iOS ja im Textmodus. Ja? Also iOS Punkt G0 Load. Damit wird, also der Grafikmodus 0, da wird in Bellatrix ja wirklich ein kompletter neuer Chipcode geladen mit dieser Vector-Engine und bla 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 und hast du nicht gesehen. Na? Zu finden unter, gucken wir mal, System, Bellatrix, BellG0. Das Ding wird geladen. Ja? Und im Reg-iOS, gucken wir mal da, finden wir das ziemlich weit unten. Hier, G0-Funktion. Da sind diese ganzen G0-Dinger. Ne? Mit G0-Load, G0-Code laden. Ja? So, und das machen wir jetzt. G0-Load, damit wird der geladen und gestartet. Wir es gibt diesen Grafikmodus 0 in zwei Varianten.
also in zwei Betriebsarten kann man den verwenden. Und zwar im statischen Betriebsart oder dynamisch. Bei statisch hat man einen Bildpuffer, da wird reingezeichnet, Punkt, aus. Und wenn man was löschen will, dann muss man eben, wenn man eine schwarze Box gezeichnet hat, eine weiße Box wieder drüber malen oder sowas. Ist gut für Diagramme und ähnliches, ist aber nicht geeignet so für Animationen, wenn man dann so eine Flickerei hat. Ja, man muss das ja mal löschen, zeichnen, alles auf einem Bildschirm. Für den Fall, dass man Animationen machen möchte für Spiele, gibt es so eine Flipscreen-Technik. Das heißt, ich habe einen Bildschirm, der immer dargestellt wird und einen, auf den gezeichnet wird. Und der, auf den gezeichnet wird, den sehe ich gar nicht. Ne? Dann zeichnet diese Graphics Engine in den unsichtbaren Screen rein. Wenn sie fertig ist, wird das Ganze ruckzuck mit Longs rüberkopiert in den sichtbaren Screen und dann kriegt man eine flimmerfreie Animationsgrafik. Ja? Und das ist der Dynamic Modus. Wir verwenden jetzt aber den statischen, weil wir ein statisches Bild laden oder zeichnen. iOS G0 Static. So. Okay. Ja, das sollte reichen. Er startet in dem Falle unseren Grafikmodus, der bringt so eine Art Splash-Screen. Ich mache dann meistens noch einen Byte-Count plus Clock, Frack, sagen wir mal 3 Sekunden. So eine 3 Sekunden Wartepause rein, dann sieht man diesen von G0-Treiber den Splash-Screen und sieht, ob er funktioniert, ob er sauber initialisiert und sieht die 4 Farben, die eingestellt sind. Die macht er dann so in der linken unteren Ecke so ein paar Punkte. So, okay. Da haben wir das. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir erstmal statt unserer Ausgabe muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Plot-Kommando. Wir wollen ja Punkte ausgeben. Ach so, ein Bildschirm löschen sollte man noch und die Strichstärke quasi einstellen. Wenn nach der Pause machen wir das iOS G0 löschen wir den Bildschirm iOS G0 die Punktdicke einstellen für das Plot-Kommando. Das brauchen wir ja bloß einmal machen, also setzen wir es gleich oben. So, jetzt wollen wir unseren Punkt ausgeben. Und zwar dort, wo wir hier unser Printjar haben eigentlich. Zack, den nehmen wir mal raus hier. iOS G0 Plot. So viel kann ich sagen. Und XY. Jetzt stimmen natürlich diese XY-Werte hier. Am besten, wir machen uns eigene XY-Koordinaten, die nennen wir mal GX und GY. So, da plotten wir hin unseren Punkt. Und wir müssen dann entsprechend eine Farbe setzen. iOS G0 Color entsprechend dem Iterationswert. Und da haben wir die Farben 3 bis 0 zur Verfügung. Wir fangen mal mit einer 0 an. Das müssen wir ja entsprechend im Iterationswert noch verändern. Das heißt, wir müssen hier oben noch 2 Variablen hinzufügen. Gx und Gy für unsere Koordinaten. So. Und GY setzen wir hier gleich mal auf 0. Fangen von die Y0 ist die Zeile 0 ist unten. Und oben ist die Maximalanzahl. Also von unten nach oben und von rechts, von links nach rechts
zeichnet der Graphics Engine. So, und dann müssen wir GX noch setzen. Mit auf 0. Das müssen wir hier in der Schleife machen. Als GX gleich 0. So. Newline brauchen wir nicht. Ja, das, weil wir setzen, wir arbeiten ja mit mit direkten Koordinaten, aber wir müssen unsere Koordinaten erhöhen. GY Inkrement machen wir hier rein. Ja, wenn es zur neuen Zeile geht. Und beim Plotten können wir eigentlich das GX inkrementieren mit dem Pluskommando. Ja, gut, so sollte das gehen. Und wir setzen hier noch was rein, und zwar iOS, damit er nicht gleich wieder beendet und den Grafiktreiber zurücksetzt. iOS key white, da wartet auf den Tastendruck. iOS, wir können hier einfach einen Stopp machen. Wir müssen den Grafiktreiber 0 auch wieder entladen. Das heißt, den normalen Text VGA Treiber wieder zurückholen, der ist ja im EEPROM. Dann machen wir einfach einen G0 Reboot. Nicht Reboot, sondern Reboot. So. Jetzt kümmern wir uns mal um diese Iterationsgeschichte hier. Wir wollen ja das aufteilen in drei Farben. Ja. Die vierte ist ja unsere Hintergrundfarbe, die können wir ja so nicht verwenden. So, und das verändern wir jetzt entsprechend unserem Iterationswert, verwenden wir eine entsprechende Farbe. If iter sagen wir mal 5. Das ist jetzt ein bisschen willkürlich hier. Der Schwellwert für die Farbe. Mal sehen, wie es aussieht nachher. 8. 16. 24. Ist der so. Wenn ASCII-Zeichen ausgegeben werden, so um 30 bis 35 oder sowas, der Wertebereich sein. Jo, und das dürfte es auch schon wieder gewesen sein. Na? Ich guck mal, ob es überhaupt kompiliert wird. Hat einen Error. Wo? Zeig's mir. Zeig's mir, Baby. Color. Hab ich da was falsch geschrieben? Ach so, hier. Mist. Falsch geschrieben und 50.000 Mal kopiert. Wunderbar. Da muss natürlich ein Punkt rein. Und jetzt hat er es kompiliert. Theoretisch sollte es gehen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Also wir haben unser RecIOS drin, haben unsere Koordinaten gesetzt. Wir starten unser iOS, wir laden den Grafiktreiber, wir schalten den statischen Modus, dann wird der Splash-Screen angezeigt, glaube ich. Wird der so angezeigt? Denke mal, ja. Dann warten wir 3 Sekunden, dann löschen wir den Bildschirm, stellen die Weite, setzen Y. So, Y-Koordinate, also unsere Zeile wird hier unten inkrementiert, wo der Zeilenwechsel stattfindet. Das ist ja quasi im Grafikmodus dann der Zeilenwechsel. Und die X-Achse
bei jedem Plot hochgezählt. So, und auf 0 setzen wir eigentlich nur die X-Achse. Wenn wir eine neue Zeile angefangen haben, setzen wir X wieder auf 0. Sollte gehen. Ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal. So kompiliert hat es. Wir kompilieren es und speichern es als Apfel G0 Bin. Buff. So, jetzt nehme ich mal mein SD-Card und schiebe das mal in meinen Kartenleser. Und dann spielen wir uns die Bin-Dateien einfach mal rüber und checken das mal. So, wir haben unser Hallo-Spin, unser Apfel-TXT-Spin. Nö, Bin wollen wir ja. Die Hallo-Bin, Apfel-TXT-Bin und Apfel-G0-Bin. Kopieren. Und einfügen. Zack, da haben wir sie. So, liebe Freunde, jetzt werden wir unsere SD-Card in unseren Hive-Stöpsel und mal gucken, ob es funktioniert. Und rein damit. Alle Maschinen anschmeißen. Und jetzt gucken wir erstmal. Jawohl. Oh, ich sehe gerade, das Apfel-TXT ist natürlich zu lang und kriegt jetzt einen ekligen Dateinamen. Naja, macht nichts. So, unser Hallo. Jawohl. Und wir sehen, ja, zwei Zeilen, Version 1, Version 2, diese beiden String-Varianten, um einen String dort anzugeben, zu definieren, die funktionieren so. Ne? Einmal im DAT-Bereich und einmal inline. Wo verwendet man was? Die Version 1, die wir im DAT-Bereich haben, also diese obere Version, verwendet man, wenn man den String mehrmals verwenden möchte, dann braucht man ja nur einmal definieren und gibt dann den String-Pointer an verschiedenen Stellen im Programm. Die Version 2 lohnt sich eigentlich nur, wenn man diesen speziellen String halt wirklich nur einmal im Programm braucht, dann kann man gleich dort drin komfortabel mit dieser String-Anweisung definieren und dann ist es nicht doppelt drin. Ne? So, kommen wir mal zu unserem Apfelmännchen. Wie gesagt, aus unserem Apfel-TXT hat er Apfel-Tilde1.bin gemacht, weil wir mehr als 8 Zeichen verwendet haben. Schauen wir mal rein und man sieht, es geht los. Wunderbar. Ist natürlich jetzt ein bisschen sinnlos, weil es fehlt jetzt natürlich so ein bisschen, wir wollen es jetzt grafisch ausgeben. Das ist eigentlich Quatsch. Das war jetzt nur mal so als Beispiel, wie man sowas umarbeitet, wie man mit dem Trios da was macht. Ne? Viel interessanter wird jetzt unser grafisches Apfelmännchen. Ja? Apfel G0. Und ab geht die Post. Jetzt mal hier drauf achten, hier drüben haben wir den Screen. Das ist der Splash-Screen. Hier unten sieht man die drei Punkte von dem G0-Treiber und der fängt gleich an zu rechnen. Ne? Farben haben wir ein bisschen blöd gewählt, ist jetzt der Hintergrund rot. Obwohl, warum nicht? Ja. So, ein bisschen näher ran. Können wir mal zugucken, wie das Apfelmännchen jetzt aufbaut. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Kann schon so ein paar Minuten dauern. Ja. Ich werde es im Video einfach mal beschleunigen. We'll be right back.
Apfelmännchen fertig. Wunderschön. Farben passen auch so halbwegs. Wobei diese drei Farben, man kann die jetzt natürlich selber definieren noch im Programm. Die drei Farben, das sind einfach die Standardfarben, die der G0-Treiber einstellt, wenn man den einfach so lädt. Das ist ein vollgesättigtes Rot, Grün und Blau. Punkt aus. Ja, und als Hintergrundfarbe dann das Schwarz. Kann man, wie gesagt, dann auch selber setzen im Programm. Ne? Aber das besprechen wir mal in einer separaten Folge. So, zwei Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind bezüglich der Programmentwicklung. Ich habe es jetzt natürlich einen umständlichen Weg gewählt. Ich habe das Programmchen geändert oder geschrieben, ne? Und dann auf SD-Card geschrieben, gespeichert und dann auf unseren Hive übertragen. Man kann das natürlich direkt machen. Ja, also ich kann hier problemlos direkt, ich habe jetzt hier an dem Rechner das Apfelmännchen auch geladen, ich kann das natürlich direkt mit F10, der ist angeschlossen, über die serielle Schnittstelle dann rüber übertragen. Ja, halt, muss ich auch im Fenster sein. Und dann sieht man, er wird neu gestartet und überträgt das Programm rüber und man kann gleich probieren. Das funktioniert so und so kann man natürlich viel schneller arbeiten und gleich beim Programmieren mal kurz testen, funktioniert das so, wie sieht das aus und ähnliches. Warum habe ich es nur anders gemacht und warum sollte man es manchmal vielleicht prinzipiell so machen, dass man es auf SD-Karte überträgt? Ich habe es in dem Falle jetzt so gemacht, weil ich hier an dem Rechner, das ist ein relativ alter Rechner, nicht so schön den Bildschirm Inhalt abfilmen kann. Ja. Ich habe auf meinem Arbeitsrechner in der Wohnstube habe ich dann das Magix drauf, das Magix Video und dort kann ich das schön gleich einen Film draus machen, was hier nicht geht. Zumindest habe ich da jetzt noch kein Tool gefunden. Deswegen habe ich da den Weg gewählt. Manchmal muss man es aber auch so machen. Und zwar ist das der Fall, wenn ich irgendwas mit dem Loader machen möchte. Ja, weil in dem Moment, wo ich jetzt per F10 ein Programm übertrage in den Hive, wird der ja in Regnatix-Chip übertragen und es ist dann kein Loader vorhanden. Das heißt, wenn ich in dem Programm was mache mit dem Loader, also ihm Befehle sende, starte mal ein anderes Programm, wenn ich das in dem Programm gerade programmiere, geht das natürlich nicht. Da setze ich mich jedes Mal auch selber auf die Nase, weil ich immer nicht dran denke, warum geht es jetzt nicht? Mein Gott, ach ja, Loader ist nicht geladen, wenn ich es direkt drüber schiebe. Ja? Weil der Loader kommt ja aus dem EEPROM und der wird jetzt nicht geladen. Ja? Also wenn ich sowas programmiere wie diesen, wie das Regime, die Kommandozeile, ja, dann muss ich zumindest, wenn es um die Programmteile geht, wo er Fremdcode startet, also den Loader braucht, in dem Moment muss ich es wirklich als Bin auf SD-Karte speichern, dann am Hive starten, dann wird der Loader geladen und dann kann ich natürlich mein Programmchen den Arbeitsstand laden und gucken, ob das funktioniert, was ich machen möchte. Ja? Aber alles andere, die meisten Programme, wie jetzt zum Beispiel den File Manager oder den Editor oder ähnliches, da starte ich in der Regel keine anderen Programme aus diesem Programm heraus. Da kann man es direkt übertragen, da geht es dann noch relativ schnell. Ne? Das Zweite, was mir eingefallen ist, betrifft diese zwei Konstanten. Ihr erinnert euch, wo wir das Hello World angefangen haben, haben wir ja diese zwei Konstanten gesetzt für Clock Mode und Clock Frequenz. Die braucht man in der Regel bei Trios Anwendungsprogrammen nicht. Warum nicht? Weil diese Werte überhaupt nicht beachtet werden. Ja? Denn der Loader ist ja schon gestartet, wenn ich diese Programme irgendwann mal lade. Ja, ich habe sie auf SD-Karte, lade die. In dem Moment ist der Loader ja schon gestartet und hat diese Werte definiert. Die werden nicht nochmal neu durch so ein Programm gestartet. Ja. Ich brauche diese, ich schreibe sie immer gewohnheitsmäßig dazu. Ja. Stören tun sie allerdings auch nicht, muss ich dazu sagen. Man könnte sie aber in den Fällen weglassen, wie so ein Hallo Welt oder bei dem Apfelmännchen, da macht das keinen Unterschied. Ja, das wird nicht langsamer laufen, weil diese Werte schon durch den Loader definiert sind. Man braucht das für Programme, die jetzt einzeln laufen. Wenn man jetzt zum Beispiel für Bellatrix oder Administra einen Chipcode schreibt, da braucht man das drin. Ja? Weil
da wird wirklich komplett, da gibt es ja keinen Loder in Administra und Bellatrix, zumindest nicht in dieser Form, wie wir den Loder in Regnatix haben. Dort wird wirklich durch einen Assembler-Code der Chip-Code komplett ausgetauscht, ab 0. Und dort werden auch diese beiden Variablen beachtet. Ja. So, liebe Freunde, das war's in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Guckt mal. Ich weiß jetzt noch gar nicht genau, womit ich so weitermache. Ich denke mal, jetzt könnte man mal vielleicht ein Programmchen wirklich mal selber schreiben. Ich dachte da an irgendein kleines Spiel oder sowas, ja, was man mal komplett wirklich von null auf dann programmiert in mehreren Folgen. Man könnte jetzt auch mit einem Plexbus weitermachen, ja. Und noch tausend andere Themen. Vielleicht habe ich auch noch Sachen vergessen jetzt mit dem Trios. Wer Wünsche hat, rein in die Kommentare oder auf unserer Webseite ins Forum. Ja, einfach im Forum anmelden oder wer schon angemeldet ist, dort mal. Da haben wir ein extra Thread für diese Videos. Einfach mal reinschreiben, wie könnten wir jetzt weitermachen, was fehlt noch, was habe ich vielleicht vergessen, wenn ich irgendwelche Sachen vergessen habe und da kommen genug Sachen zusammen, dann mache ich nochmal so eine Trios-Laberstunde mit Fragen, die man so beantworten könnte, wo man nochmal näher drauf eingeht, was euch vielleicht unklar ist, weil mir manchmal sieht man irgendwelche Sachen hier und andere sagen, Mensch, wie geht denn das und das? Das hast du überhaupt noch nicht erklärt. Das ist völlig unklar eigentlich. Ja? Also mal Fragen schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Unklarheiten habt. Vielleicht versuche ich das dann einfach nochmal zu untermauern. Ja? Aber ansonsten so als Themen bestände jetzt aus, wenn ich so drüber nachdenke, halt mal ein kleines Spielchen oder sowas in dem G0-Grafikmodus. Das wäre mal eine schöne Serie. Und natürlich der große Bereich Plexbus. Da ist sicherlich noch einiges zu sagen und das ist sicherlich auch ein interessantes Thema, wenn es um diese ganzen Basteleien geht. Ja, mal irgendwas basteln, was man in den Hive ranhängt und dann damit steuert oder ähnliches, das ist ja sicherlich für den einen oder anderen dann wirklich mal interessant. Ne? Schreibt rein, Kommentare oder Forum oder an mich per Mail, müsst ihr gucken, wie ihr mich erreicht. Ne? Ansonsten, wie immer, ciao, ciao und bis demnächst in diesem Kino.